Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bussimulator 18. Hier übrigens kurz mit einem kleinen Hinweis, dass wenn ich den Bussimulator 18 durchgespielt habe und ihr noch weiter daran Interesse habt, also schreibt mir gerne eure Antwort in die Kommentare, dass ich mega, mega gerne den Bussimulator 22 war es, glaube ich, der aktuelle auf jeden Fall, vorstellen bzw. Spielen möchte, weil den habe ich mir jetzt günstig holen können im Halloween-Angebot sozusagen und ich hätte mega, mega Bock, den auszuprobieren, weil ich habe schon mal ein paar Bilder davon gesehen und die sahen richtig, richtig klasse aus. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr denn auch die neue Version sehen möchtet. Ja, was müssen wir heute machen? Ich mag Züge, das ist doch super. Hauptbahnhof haben wir freigeschaltet. Nutze Fahrer, um auf einer Strecke mit maximal 8 Haltestellen Einkommen zu generieren. Ah ja, genau, das war diese Sache, die wir noch machen müssen. Und zwar müssen wir dafür eine neue Strecke machen. Hauptbahnhof, ich glaube, der war irgendwo... Ah ja, direkt richtig getroffen, wobei das, glaube ich, ist... Der richtige Hauptbahnhof, ich bin mir nicht sicher. Von da aus einer zu Schaffetterfield. Das ist hier unten. Die Frage ist nur, was zählt jetzt als Haltestelle dazu? Das ist natürlich die große Frage. Mindestens 3 Haltestellen. Ich behaupte mal, die 3 müssten das eigentlich sein. Es sei denn, dass das hier noch zum Hauptbahnhof dazu zählt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Dann Steineck sollen wir hin. Steineck, Steineck. Achso, das ist da unten. Das ist ja mal richtig blöd zu fahren. Also das ist eindeutig Hauptbahnhof, die beiden. Das heißt, theoretisch müsste das noch hierzu zählen. Bei denen hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das hier zu Maryville eventuell zählt oder ob das hier noch zu denen zählt. Ich würde sagen, wir machen mal eine mehr für alle Fälle und fahren dann zum Steineck. Ja, der fährt bei beiden eine ganz dämliche Strecke. Der hätte doch einfach dann hier rumfahren können. Also die Logik von dieser Strecke, die werde ich wohl nie verstehen. Dann machen wir einfach die Strecke nach da unten. Das ist wahrscheinlich einfacher und dann soll er so fahren. Dann haben wir halt eine noch zusätzlich dazu, aber was soll's. Obwohl Steinecker Grande, eigentlich müsste das sogar noch dazu zählen, aber ich weiß es nicht. Okay, nutze Fahrer, um darauf Einkommen zu generieren. Genau, das heißt, wir brauchen noch einen Bus und einen Fahrer. Wir kaufen einfach mal den kleinsten Bus, oder? 71, ja, wir sind ja eigentlich am Sparen auf den neuen, ne? Wann kann ich den denn holen? Mit Level 12, das wird nicht mehr so lange dauern. Ich würde sagen, ja, gut, wir sind sowieso im Minus. Also ich würde sagen, dann kaufen wir den kleinsten Bus jetzt gerade. Ich bin jetzt im Shop drin, oder? Kaufen wir den kleinsten Bus jetzt gerade, damit der damit fahren kann. Und wir holen uns... Ah, geht mir doch nicht auf die Nerven hier mit eurem Tutorial. Wir holen uns... da ist sogar ein Profi bei. War nie im Ausland. Begeisterter Familiensammler, genau. Begeisterter Briefmarkensammler. Strickt gerne Socken. Ja, solange er nicht beim Fahren strickt, ist alles okay. Ich würde sagen, den stellen wir tatsächlich mal ein. Weil der ja wesentlich besser ist im Endeffekt. Und dann würde ich sagen... Hier haben wir 11.000, 14.000, das ist die ganz lange Strecke mit 26.000. Ne? Die ist viel kleiner, ja, ja, 26.000. Dann würde ich sagen, dass wir da den neuen Fahrer tatsächlich zufügen. Die Sandra kommt mal raus und die Sandra macht jetzt mit uns die neue Strecke. Ja, Moment, hier erstmal schließen. Neue Strecke, das ist jetzt das hier, genau. Fahrer zuweisen. Die Sandra macht das und die macht das mit dem neuen Wagen. Ja, und wir machen es auch. Rundstrecke ist nicht an. Zack.
Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich stehe hier gerade mitten auf der Straße. Was soll das denn? Uje, uje, uje. Okay, ist noch kein Verkehr da zu dieser Tageszeit oder was? Ich bin aber sehr schnell drauf heute. Ich habe wieder zu viel Truck gespielt. Ich merke das schon. So, Hallöchen, meine Damen und Herren. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, gerne. Gerne, gerne. Einmal Tag, Standardfahrkarte. Bitteschön. Danke. Gerne. Eine Fahrkarte, bitte. Die Studentin muss ich noch kontrollieren. Für die ganze Woche wollen Sie direkt eine haben. Das ist doch löblich. Danke. Gerne. Ach, verdammt. Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Das ist mir egal. Sie kommen hier leider nicht mehr raus. Wo hab ich denn? Moment, hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Oh ja, sehr schöne Katze. Ich kann zwar überhaupt nichts erkennen, aber sehr schöne Katze. So. Wir müssen nach ganz links. Gestern, ne? War es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Ach, du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Ich sehe die Ampel nicht mehr. Alter. Wieso blinke ich nicht mehr? So, sehr schön. Hi. Das ist unsere andere Strecke. Wieso kriege ich eigentlich grün? Und die Autos dürfen hier einfach so weiter reinfahren? Nächster Halt, Dr. Julius Matchner Straße. Nicht so nah am Bürgersteig stehen, bitte. Also, eine Fahrkarte, bitte. Der Wolf, Bär, was auch immer. Und der Weiße hinter mir. Ja, natürlich. Der Wolf, Bär und der Weiße hinter mir. Gerne. Und die mit dem braunen Oberteil. Was? Der. Ach so. Was? Ach. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ja. Das ist jetzt eine teure Karte für dich, mein Freund. So, aber das spielt Geld in unsere Portokasse. Können wir bald wieder von den Urlaub fahren. Die haben wir Vorfahrt gewähren, das ist immer schlecht. Aber wir ziehen einfach durch. Wenn es kracht, noch Meter. Warum bremst der? Warum bremst der? Du bist auf der Vorfahrtstraße gewesen. Er wollte mich doch nur ärgern. Er wollte mich nur ausbremsen. Mann. Guten Tag. Oh, erstmal die Leute rauslassen, natürlich. Das ist einfach wundervoll. Also, lila. Sie, weißes Oberteil. Ja, gerne. Lila, weißes Oberteil. Ich kann mir das gleich nicht mehr merken. Danke. Gerne. Lila, zwei weiße Oberteile. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt wissen wir nämlich nicht, wer von denen... Na klar. Augenblick. Hier. Eine von denen habe ich jetzt hier abkassiert, aber egal. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie hier. Ja, vielen Dank. Sie haben meine Fahrkarte. Hier. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt einfach alle hier mal fast alle am Kontrollieren. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß zwar noch, was ich gesagt habe, aber ich weiß nicht, wer von denen wer ist. So. Nächster Halt. Flüsterweg. Ja. Keine Fußgänger, das ist schon mal gut. Halt. Halt. Nein, muss weiter aufholen. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Ja, na, das ist mega gewesen. Also ich fand's richtig, richtig spannend. Winter der Leidenschaft ist ja absoluter Topfilm. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Sollte ich mal vielleicht einen eigenen... Warum bremst du dich? Ja, ich weiß, wir haben keinen Truck. Die Bremsen hier sind scheiße. Es tut mir leid, Autos. Tut mir leid. Jetzt fahr! Willst du, dass ich dir nochmal drauf fahre? Du hast doch schon mitbekommen, dass meine Bremsen beschissen sind. Wieso bremst du dann hier ab? Scheiß auf die Vorfahrtstraße. Jetzt fahr schon. Fahr in jemand anderen rein. Geht doch. Sag mal. Der will mich doch hier veräppeln. Fährt der hier einen halben Meter nach vorne? Und dann tut sich wieder... Alles, da war jetzt alles frei. Der Typ lässt dich sogar vor, Junge. Und du stehst hier immer noch. Oder wollte der den Bus vorlassen? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oh, ich habe nicht auf die Fußgänger geachtet. Ups. Heidewitzka, das ist ja heute wieder...
Aber ich muss mich wieder umgewöhnen. Also ich habe wieder, man merkt es, ich habe wieder sehr viel Truck gespielt, beziehungsweise gefahren. Man merkt es an meiner Fahrweise wieder. Einen schönen Tag noch wünsche ich allen zusammen. Tschüss. Tschüss. Ja, je mehr aussteigen, desto besser. Dann kann ich mir besser merken, wer neu reingekommen ist. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Ich brauche eine Fahrkarte. Die Leute nicht mal um ihren Müll. Im Bus ist es auch nicht... Hallo? Ja, ihr Lieben, jetzt stehen wir wieder hier drin im Menü, weil uns das Spiel einfach rausgeworfen hat. Ich glaube sogar kurz vor Ende der Fahrt. Es tut mir leid, aber ich lasse das jetzt mal absichtlich drin, weil ich persönlich finde es nicht gut, wenn man die Spiele besser macht, als sie eigentlich sind. Und wenn ein Spiel, was für eine rote Ampel, ich stehe mitten auf der Kreuzung. Und wenn ein Spiel ständig abstürzt, dann finde ich, sollte man das auch zeigen. Ja, fangen wir halt wieder von vorne an. Jetzt habe ich irgendwie alles vergessen, was ich jetzt so im Kopf hatte, aber gut. Fangen wir die Strecke nochmal komplett von vorne an. Ja, habt ihr schon vor einer halben Folge gehabt? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, gerne. Wir sind der Erste, der heute mal was bezahlen möchte. Student. So. Danke. Gerne, gerne. Hier bitte. Klar. War da noch jemand? Ja, sie war noch. Was? Was? Ach so. Schwerhörig oder was? So. Dann fahren wir nochmal die ganze Strecke. Und schon wieder bekommen wir rot. Das ist doch so eingestellt. Uppala, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen zu weit. Das ist doch extra so eingestellt, dass die Ampel sofort rot wird. Wenn ich hier ankomme, oder? Das war ja beim letzten Mal auch schon so. Moment. Oh, wo ist meine Tasche? Das weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt nicht für eine Person wieder zurückfahren. Wir sind hier im Busunternehmen und kein Taschensuch-Finder-Unternehmen. Was weiß ich. So. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Die Ziege? Ach, ich habe die Züge verstanden. Wow, perfekt geparkt. Ja, ne? Ich bin gut. Bitte alle vorne aussteigen, damit ich den Überblick behalte. Oh Gott. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, gerne, wenn Sie dafür sorgen, dass hinter Ihnen auch alle Fahrkarten haben wollen. Danke. Gerne. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, kein Problem. Für die komplette Woche 2 Standardfahrkarten, kein Thema. Endlich haben wir eine Busanbindung. Ne? Kaum zu glauben. Blau, weiß und die zweite in grün. Schon wieder alles. Hier, bitte. Oh nein, ich habe sie vergessen. Aha. Na klar, hier, bitte. Ich weiß jetzt nicht, welche von denen... Augenblick. Ich weiß auch nicht, warum die immer ihre Hand unter ihrem Rock haben muss. Also vielleicht fährt ihr extra deswegen Bus. Ich habe keine Ahnung. Aber die ist sich da irgendwie ständig selber am Befummeln. Die setzt sich auch fast jedes Mal nach hinten hin. Das ist mir schon aufgefallen. So. Vorfahrt gewähren heißt, ich gewähre euch Vorfahrt, sobald ihr euch bewegt. Aber wenn ihr euch nicht bewegt, fahre ich einfach durch. Liebe Kinder, bitte macht das nicht nach. Dieses Spiel ist kein Real-Life-Spiel. Es ist eine Simulation. In Simulationen kann man gerne mal verrückte Dinge machen. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Gerne, gerne. Ich musste nur gerade noch meinen Disclaimer mal eben loswerden. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Ja, die waren geil, ne? Mein Onkel war auch dabei. So, Einzelkarte für Senioren. Bitteschön. Die gute Dame hat es wieder nicht passen. Gerne. Eine Fahrkarte. Also die lilane hat bezahlt. Die zweite wahrscheinlich jetzt nicht, damit sie mich besser verwirren können. Danke. Gerne, gerne. Achso, nee, die ist ja ausgestiegen, oder? Die wollen auf jeden Fall nicht mit. Okay. Was? Ach so. Er ist durchgelaufen, bei ihm bin ich mir nicht sicher. Ihn hatte ich, glaube ich, eben schon. Hier ist die Fahrkarte. Wo hab ich denn? Ah, hier, bitte. Er hatte bezahlt, oder? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr... Nee, die Oma hatte bezahlt. Ach, egal, scheiß drauf. Ich fahre jetzt einfach. Ich hoffe, dass das jetzt kein Schwarzfahrer war. An meinem Glück ist er... Der eine, den ich nicht kontrolliert habe, natürlich wieder der Schwarzfahrer.
So, lässt du mich vor? Du lässt mich vor, oder? Komm, gib ein bisschen Gas, Mann. Bremsen kann der Bus nicht, Gas kann er nicht geben. Was kann der Bus überhaupt? Oh je, oh je. Wo sind da jetzt rum? Moment, ich muss da links rum. Nein, diesmal falle ich nicht drauf ran. Diesmal bremse ich vorher ab. Leute, was steht ihr hier die ganze Zeit rum? Jetzt stehen sie... Jetzt, wo Verkehr kommt, da fahren sie weiter, ne? Der biegt ab. Gut. Sehr schön. Da hinten ist meine Haltestelle. Ich versuche gerade so ein bisschen zu gucken, wie lange der Weg noch geht. Oh, oh. Schlaglöcher. Schlaglöcher. Jetzt habe ich meinen Blinker eigentlich nicht gehört. Genau pünktlich, ja. Wenn sie schneller rausgehen würden, wäre ich auch beim nächsten pünktlich. Hat die mich hier gerade angeknurrt? Oder ist da einer am Schlafen? Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Okay, keiner hat bezahlt. Hier ist die Fahrkarte. Also Papierkontrolle, ne? Ich meine natürlich Ticketkontrolle. Wie auch immer, Fahrzeugkontrolle. Ich sollte am besten gar nichts mehr sagen, ja. Es ist zu müde, zu früh heute. Ich bin zu müde. So. Wäre besser, wenn der... Guck mal, hier rechts, die lassen mich schon extra alle vor. Die bleiben schon extra stehen. Die wissen, wie ich fahre, dass ich nicht bremse. Ist doch wunderbar. Die KI ist super programmiert im Gegensatz zum Truck Simulator, wo sie dir einfach in die Karre reinfahren. So, Vorfahrt gewähren. Ist gerade keiner, dem ich irgendwas gewähren muss. Nächster Halt, Kohlstraße. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Pizza. Einen schönen Tag noch. Alle raus, die geklont sind, bitte. Die nächsten Klone kommen schon. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, gerne. Hallo, nimm die Woche an. Standard, genau. Danke. Gerne, ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie nicht... Nein, du sollst zwei nehmen. Danke. Zack. Ich brauche eine Fahrkarte. Mhm, gerne. Was ich sagen wollte, ich denke mal nicht, dass der für jemand anderen bezahlt, weil die sehen nicht nach Senioren aus. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, gerne. Ich glaube, die haben jetzt alle bezahlt, oder? Ich meine, die haben alle bezahlt. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber... Ich meine schon. Oh, schön, dass ihr schon auf mich wartet. Vielen Dank. Nächster Halt. Gutshof, Reichjäger. Oh, ein bisschen Ampel. Achso, jetzt ist cool. Toll. Immer dann, wenn man die Ampel nicht sieht, schlägt die um. Der Typ hinter mir, falls da überhaupt einer gestanden hat, hat sich jetzt wahrscheinlich gedacht, oh, jetzt fährt die Olle noch rückwärts, hat einen falschen Gang drin. Nicht um. Nicht zu nah am weißen Streifen. Das mache ich nicht nochmal mit den Punkten. Alter, du kannst hier nicht geradeaus fahren, ne? Immer wenn du hier so ganz minimal am Gegenlenken bist, fährt er schon wieder komplett woanders hin. So. Nächster Kreisverkehr. Die wollen mich doch jetzt irre machen, oder? Mit den ganzen Kreisverkehren jetzt. Tatsächlich mag ich Kreisverkehr nicht so besonders, weil da muss man dann auch immer wieder vom Gas runtergehen. Oh, hallo Kühe! So. Wir fahren einmal hier rechts rum. Da ist ein Zug. Hallo Zug. Hatten wir schon mal einen Zug? Ich bin mir nicht sicher. Oder ob ich nur privat mal einen Zug hier drin gesehen habe. Aber das ist cool.
Jetzt fahrt, der ist weg. Fahrt einfach durch die Schranke durch. Ja, aber normalerweise müsste die Schranke ja schon längst wieder offen sein, oder? Schlagloch müssen wir mal so ein bisschen hier umfahren. Wir sind aber doch sehr ruckelig unterwegs heute. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Bitte nicht auf meine Tische, wollte ich gerade sagen. Meine Sitze kotzen, ja? Wenn Sie sich übergeben möchten, dann bitte wie vorgesehen in die dazugehörigen Papiertüten. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Hallo? Wieso dürfen Hühner keine Straßen überqueren? Oh, 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 oh. Hm, haben wir noch geschafft. Sind wir dran vorbei. Sehr schön. Nächster Halt. Ich werde immer besser. Mit den Schlaglöchern. Ich dachte, Sonnstein sei nur ein Provinzkaff. Aber hier kann man so viel unternehmen. Nö. Und es ist noch schönes Wetter. Tschüss. Viel Spaß beim Ausflug. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, gerne. Sind Sie heute wandern gegangen? Ist ein schöner Tag, ne? Draußen haben wir zwei. Ich brauche eine Anbindung. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Nein! So geht das nicht. Ich muss die Leute auch unterscheiden können. Und da kauft ihr auch noch zwei Karten. Danke. Gerne. Also, Studentin und die hinter mir sitzt. Muss ich mal schauen. Hier. Okay, gut. Ich glaube, da brauche ich nicht zu gucken. Ich werde jetzt hier keine überholen, oder? Nächster Halt. Steinberg. Nein. Oh. War das ein Schlagloch? Ich bin mir nicht sicher. Das sah so komisch aus. Boah, ich hoffe nicht. So, ich habe nicht drauf gehört, aber ich glaube, wir haben noch zwei. Hinter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ja, ne? Werbepausen sind sowas von schrecklich, aber wirklich. Also jetzt ohne das jetzt scherzhaft zu meinen, ich finde Werbepausen mega, mega ätzend. Dann können die von mir aus 10 Minuten vorm Film oder vor einer Serie und 10 Minuten danach Werbung schalten. Da guckt sowieso keine Sau. Und ganz ehrlich, wenn das mittendrin ist, ich meine, wir sitzen ja nicht vorm Fernseher und gucken, wie blöde dann auch die Werbung, oder? Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das handhabt, was ihr macht, wenn Werbung ist. Ob ihr da stumpfsinnig quasi auf dem Bildschirm schaut. Oder ob ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, auf Toilette geht, am Handy rumspielt, was aus dem Kühlschrank holt, keine Ahnung. Also, ich habe mir noch nie Werbung angeguckt im Fernsehen. Ich kenne zwar ein paar, zufälligerweise, aber das sind dann so die, die sich dann tatsächlich einbrennen durch Musik oder sowas. Wenn man dann gerade, keine Ahnung, vom Bad wiederkommt oder was zu trinken holt oder sonst was. Da ist schon wieder so ein Idiot auf meiner Bushaltestelle. Ich glaube, Takt. Jetzt kann ich wieder nicht bremsen. Hau ab, du Lutscher. Da winkt der dem auch noch. Jetzt fahr schon. Los. Ich fahr dir gleich in die Karre rein. Heute noch. Muss man so lange hupen? Weil wenn ich die nur kurz anhupe, kriegen die das irgendwie nicht auf die Kette. Das ist mir mal aufgefallen. Warum zeigst du mir jetzt deine Karte? Und du auch? Hallo? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich habe dich schon gut erzogen. Ja, natürlich, gerne. Ich hoffe, Sie haben das mitbekommen. Jeder, der hier im Bus sitzt, muss immer wieder, wenn ich hier stehe, die Fahrkarte vorzeigen. Wir haben das schon trainiert, die Mädels und ich. Was? Ach so, hier. Naja, die Leute hören einfach nicht mehr zu. Ich merke das schon. So, das dürfte gleich die letzte sein. Nö, ich habe keinen Passagier zurückgelassen. Da wollte keiner mehr rein. Endstation. Bitte halt durch. Bitte lass uns auch noch das Ergebnis ansehen. Bis da, wo du speicherst. Einmal aussteigen. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie mitgefahren sind in der Gamefairin GmbH Airlines. Nee, das könnte aber vielleicht auch ein interessantes Spiel werden, wenn wir Airlines spielen. So. Kein Hinweis, aber ich gucke trotzdem mal eben nach, ob hier irgendwas dreckig ist. Ich weiß nicht, ob der das immer anzeigt. Ich denke mal schon, aber... Ja, gut.
Warum soll ich 250 Euro bezahlen für eine rote Ampel, wo ich noch nicht mal eine Ampel gesehen habe? Ich stand mitten auf der Kreuzung, wo ich angefangen habe, Leute. Ah! So, ein neues Wrap zum Essen haben wir bekommen und eine neue Farbe. Hallo? Wo ich nicht mit einverstanden bin. Bordstein ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Aber wo ich nicht mit einverstanden bin, die rote Ampel sowieso nicht, weil wie gesagt, ich habe nirgendwo eine Ampel gesehen, außer die eine und da habe ich vorgestanden. Aber ich bin nicht damit einverstanden, dass wir einen Passagier zurückgelassen haben. Das möchte ich der Busfahrt, Zentralbehörde, was auch immer, bitte gerne mitteilen. Weil ich kann ja nichts dafür, wenn die Leute zu doof sind, in den Bus einzusteigen. Ich stand ja jetzt lang genug da. Ne? Du hast dich schon wieder selbst übertroffen. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Ich habe noch mal mit Herrn Baumann gesprochen. Und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu integrieren. Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. Ja. Ist doch wunderbar. Habe ich schon gemacht. Ist auch abgehakt. Sehr schön. Danach muss ich dann nochmal den Hauptbahnhof mit da reinnehmen. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich glaube nämlich, die Folge ist schon etwas lang dadurch, dass es ja hier den Totalausfall eben im Bussimulator gegeben hat. Finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil das ist mir jetzt schon des Öfteren passiert. Bei der Aufnahme, glaube ich, ist es noch nicht so oft passiert. Aber privat habe ich das sicher schon 3-4 Mal mindestens gehabt und ich bin noch nicht viel privat gefahren. Also das ist jetzt, was wir aufgenommen haben, schon mehr als das, was ich privat gefahren bin. Und ja, da finde ich es ehrlich gesagt sehr, sehr traurig, dass das so oft passiert, dass man da eben rausfliegt. Aber gut, was will man machen? Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, trotz alledem. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge nicht nochmal abstürzen werden. Und dass wir hier auch irgendwann noch mal zum Ende kommen. Also irgendwie geht das ja jetzt hier endlos weiter. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt immer noch im Tutorial sind oder ob das jetzt freie Ziele sind. Weil solche Ziele würde ich jetzt eher als Tutorial ansehen. Aber na gut, ich glaube, das Tutorial haben wir aber schon lange vorbei. Mein Ziel ist es im Endeffekt, dass ich alle Busse freigeschaltet habe mit der Zeit und dass ich dann alle Ziele durchgegangen bin. Ich hoffe jetzt, dass die nicht endlos lange sind, sondern dass die dann auch irgendwann abgehakt sind. Und ja, wenn ich dann damit zu Ende bin, dann muss ich mal gucken, ob ich dann OMSI spiele oder ob ich bei OMSI nur mal reinschaue und euch das mal vorstelle und ob ich den aktuellen Bussimulator, also den 22er, dann mal als Let's Play mache. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Wenn ihr da schon Ideen zu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.